In nur wenigen Tagen gegen Ende des Jahres 1849 komponierte Robert Schumann seine drei Romanzen für Oboe und Klavier, Opus 94, um sie dann eben wenig später seiner Frau Clara Schumann als Weihnachtsgeschenk zu überreichen. Und wenn man für seine Geliebte komponiert, können Sie sich natürlich vorstellen, möchte man als Komponist, dass ein besonders überzeugendes Ergebnis dabei herauskommt. Und so verfolgte Robert Schumann seine eigene Weisheit, ein Instrument in seiner natürlichen Kraft, und damit meinte er die Mittellage, abzubilden. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass er gegenüber dem Verleger Fritz Simrock, der fragte, ob er sich auch eine Alternativbesetzung für Klarinette vorstellen könne, vehement abwiegelte und sagte nein, denn hätte er das Stück zunächst für Klarinette und Klavier schreiben wollen, dann wäre etwas völlig anderes dabei herausgekommen. Gleich hören Sie den ersten und den zweiten Satz der drei Romanzen von Robert Schumann. An der Oboe spielt der erste Solo-Oboist der Deutschen Oper Berlin, Juan Petrua Nadamides. Begleitet wird er am Klavier von Generalmusikdirektor Donald Ronicles. Viel Vergnügen!